Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Ankündigungsvideo, beziehungsweise wird es gleichzeitig bei Gamercheck LP als Infovideo hochgeladen. Also von daher nicht wundern. Ich habe zur Verstärkung den Onkel mit dabei. Richtig, und weil es ja auf Gamerscheck LP auch gemacht wird, bin ich sowieso dabei. Richtig. Nicht nur als Verstärkung, es gehört, ich bin einfach Ja, für dazu. mich bist du jetzt Verstärkung, weil wenn für mein, Ach verstehst so. mein, also ja, deins machen wir danach. Ja. So, also ich fange jetzt Ja. erstmal an mit dem Teil für meine Abonnenten, die gefragt haben, wegen Let's Plays mit mir. Ich habe mir da mal eine Liste gemacht, Leute, und lese euch das jetzt mit Uhrzeit und Mitgliedern vor, wer da mitmacht. Und der Onkel wird dann danach auch noch was sagen. Ich fange erstmal an mit den Let's Plays, wo ich mitmache. Ich mache kein eigenes Let's Play, ich mache nur mit. Sobald ich meine bessere Internetleitung habe, mache ich natürlich auch wieder richtig Let's Plays. Also um 14 Uhr jeden Tag kommt Let's Play mit Onkel, mir und Agro von The Crew. Um 20 Uhr kommt jeden Tag ein Let's Play How to Survive mit mir und Onkel. Und um 23 Uhr kommt jeden Tag um 23 Uhr ein Let's Play von Dying Light mit mir, Onkel, Crash Quiz und Blue. Und der Genau, liebe, und ja, jetzt in musst du mich Zukunft. erstmal, jetzt musst du erst, die Zukunft kommt später. Und um 13 Uhr ist Twitch TV, da habe ich mir in meine Liste hier aufgeschrieben, Onkel soll erklären, bitte. Ja, Twitch TV. 13 Uhr kommen immer diese, ja, wie soll ich sagen, diese Nicht-Let's Plays, wo wir immer so Geige machen und das Livestream. Das kommt, also es wird ja sowieso alles gelivestreamt. Die ganzen LPs, alles wird gelivestreamt, das soll man vielleicht mal dazu sagen. Deswegen wäre es gut, wenn er vielleicht mal die Gamerscheck-LP auf Twitch mal followt und dann kriegt ihr das auch immer mit per E-Mail. Die ganzen Let's Plays, die werden gestreamt. Gleichzeitig, deswegen habe ich auch bloß 720p auf dem Kanal, das nur mal so als Andeut. Nicht, dass er, ich wundere, warum kein Full HD ist. Und dann gibt es natürlich so diese Geige-Sessions, wo wir bloß mal, ja, nicht wirklich ein Let's Play machen, sondern einfach bloß mal zocken, wie zum Beispiel vor kurzem die Battlefield Hardline Beta oder so. Und die kommt dann halt, solche Livestream-Aufzeichnungen, die kommen dann halt 13 Uhr. Und da ist meistens auch Odin dabei. Je nachdem, also das ist immer verschieden, Bei da kann man nicht so Investation zum direkt, Beispiel. genau, da kann man jetzt nicht so direkt sagen, er ist immer da und da dabei, sondern es ist immer so verschiedene Sachen, die zockt man dann halt immer mal so, worauf man halt Bock hat. Richtig. Dann um 15 Uhr macht der Onkel Far Cry 4. Um 16 Uhr ist The Order dran, auch vom Onkel. Um 17 Uhr ist AC Unity, also Assassin's Creed Unity, auch vom Onkel. Und wenn er irgendwann mal aus dem Arsch kommt, bin ich auch mit bei, dann machen wir die Online-Dinger. Richtig. Was heißt, dass Siehst der du? Arsch kommt? Ja, ne, du musst da mal weitermachen, dass wir da, denn ich will ja irgendwann, ich habe noch nicht Ja, online und Witzbold. warte. Witzbold, sehr nett, dass du das jetzt so einwirfst, ohne mal darauf hinzuweisen, dass mein PC schon wieder am Arsch ist. Ne? War nur Das mal machst du ja so. jetzt. Ja, das mache ich ja jetzt. Super. Erstmal schön in die Scheiße reiten und dann lass mal den labern, da hört sowieso keiner mehr zu. Richtig. Ja. Ja, Der ist schon zurzeit wieder ist sowieso. kaputt. Mal wieder. Genau. Ich hatte mir jetzt das neueste Netzteil eingebaut, weil das ja kaputt war. Und jetzt letztens habe ich das Netzteil, habe ich noch irgendwas im Rechner gemacht, mach das Netzteil wieder an und dann ist mein Netzteil hochgegangen. Nee, so Jetzt will ich das zurzeit ist nicht es. hören. Was? Das ist meine Aufnahme. Ich möchte so, dass du so erzählst, wie du bei uns in der WhatsApp-Gruppe erzählt hast. Bitte nochmal. Hä? Ich habe angeschaltet und dann ist das Netzteil kaputt gegangen. Was war mit dem Auge? Ach, das erzähle ich dir. Das erzählst du jetzt hier. Das ist Situationskomik, Odin. Das verstehst du genauso wie meine 3-jährige Tochter nicht. Das kann man nicht einfach so. Das kommt einfach. Situationskomik ist das. Ja, ich habe halt hinten angeschaltet und da gab es ein leichtes Zucken im Finger. Mein linkes Auge ist zusammengedrückt und ja, ein kleiner Stromschlag durch mich durchgefahren. Da war mein Netzteil wieder am Arsch. So, das habe ich erstmal wieder eingeschickt. Und ja, das dauert halt jetzt wieder, bis es wieder da ist. Deswegen werden jetzt alle Let's Plays erstmal wieder auf pausiert geschalten bei mir nach und nach, bis es halt wieder da ist. Es tut mir leid. Also ja, das ist halt wieder mal so ein kleiner Rückschlag.
muss ich Aber sagen. wir haben als kleine Schmankel dann natürlich ein neues Projekt, weil jetzt, das, was ich jetzt gesagt habe, sind die Projekte, die jetzt gerade laufen und dann auch weitergehen. Und ein neues Projekt ist Nazi Zombie Army mit mir, Onkel, Blue und, ja, eigentlich nur von uns dreien. Der Esel nennt sich immer zuerst. Entschuldigung, Onkel, Icke, Blue. Ich will aber jetzt auch nicht unbedingt der Esel sein. Nee. Ja, Aber Zeit haben wir noch ja, nicht. richtig. Also das ist so ein bisschen das Bescheid, wenn wir das runterbringen. Es ist ja, ich habe ja so viele Projekte am Laufen. Ich meine Zeit von der Geht Timeline nicht. her. Wir wissen noch Oh. nicht von der Zeit her, in welche Timeline wir das reinmachen werden. Es wird kommen, sobald Onkel Ja, sein so. PC geht. Und wir haben dann die Zeit 19 Uhr noch frei, 21 und 22 Uhr. Und wir wissen halt noch nicht, wann dieses Let's Play 21 Uhr denn... ist auch schon weg. Aber da darf ich noch nichts sagen dazu. Okay. 19 und 22 Uhr ist nur noch frei. Und da wissen wir aber noch nicht, zu welcher Zeit wir das planen werden. Das machen wir denn spontan, falls vielleicht noch irgendwas vorher kommt, würde ich sagen. Ach, Saints Row mache ich auch noch mit dem Blue. Wenn alles klappt, dann nächste Woche fange ich da an. Wir werden erst Saints Row 4 machen und dann die Höllenerweiterung. Siehst du, habe ich auch vergessen. Das kommt nämlich auch noch. Richtig. Ja, richtig. Ja. Das war's. Ja, ich So. werde auch für die Leute, die das bei mir im Kanal gucken, ich werde den Gamershack LP-Kanal unter das Video in die Videobeschreibung posten. Ich werde auch den Twitch-Kanal unten in die Videobeschreibung posten. Also da mal gucken. Und die Videobeschreibung hat so einen kleinen Knopf. Da steht mehr lesen. Da kann man draufdrücken, dann geht das auch. Dann sieht man noch mehr. Dann sieht man auch Kontaktdaten und sowas alles. Könnt da mal gucken. Richtig. Ja, Verstehe ich. gut. Für die Gamershack LP-Leute wissen das ja auch. Drücken, runtergehen, da steht der TS-Server drin, da steht Kontaktdaten von uns drin, da steht alles Mögliche drin. Richtig, richtig. Einfach mal gucken. Ja, mal so ganz kurz, jetzt muss ich mal hier was einwerfen, jetzt muss ich mal Odin das Zepter wegreißen. Mal ganz kurz für meine Gamershack Frechheit! LP-Leute, die jetzt hier. Ja, ihr seht ja, Uli hat jetzt, ja, du hast jetzt das Zepter von dem Infovideo übernommen. Das sollte ja eigentlich für dich wäre das ja auch richtig. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin geschaut, dass ihr das mitbekommen habt, dass mein Netzteil durchgefunkt ist. Und das Auge gezuckt hat. Ich wollte es eigentlich ganz am Anfang erwähnen, dass ihr das gleich Bescheid wisst und gleich wieder abschalten könnt. Aber nee, es wird auf jeden Fall weitergehen und ihr werdet auf jeden Fall, wenn ihr unsere Facebook-Seiten liked oder wenn ihr, was weiß ich, abonniert einfach uns alle und dann kriegt ihr genug Informationen, um dass ihr wisst, wann wir live auf Sendung sind, wann wir. Richtig. Es wird noch. Apropos Wir haben auch. Facebook-Onkel, können wir auch nämlich noch einwerfen. Twitter haut momentan nicht hin oder Facebook spinnt, keine Ahnung. Wir, also Onkel von Gamershack LP, ich von Odins Test, wir können momentan keine Videos von, ja, von YouTube zu Twitter, zu Facebook teilen. Es geht nicht. Ich kann, wenn ich teile, auf meine private Seite teilen, aber nicht auf Odins Tests. Das geht nicht und jedes Video einzeln vergesse ich meistens. Es klappt irgendwie nicht. Wenn ich bei Facebook, bei Twitter was schreibe, wird es überall gepostet, wird ein Video bei Twitter veröffentlicht, was von YouTube kommt, es wird nicht zu Facebook geteilt. Hab ich das Problem, hat Onkel das Problem. Richtig. Richtig. Tut das alles immer per Hand halt dann posten. Also alles mal abonnieren und followen, was ihr Richtig. wollt. Natürlich, wenn ihr es wollt. Ja, also ist Wenn jetzt er, wenn keine er, Pflicht, das zu machen. oh, Aber wenn es er wäre nicht schon wollt, schön. einfach mal machen. Genau. Genau. Und dann kriegt ihr immer mit, wann was Neues kommt und. Ja, ich poste auch unten runter halt, wie gesagt, die Links. Ich poste auch zu meinem neuen Kanal, Odin dampft den Link mit drin. Ich poste auch unsere Google Plus Unbedingt Gruppe. das Outtake angucken bei Odin Dampft. Ja, das Ganz Outtake, wichtig. das. Ja, Ganz das ist wichtig, gut. Outtake angucken bei Odin Dampft. Ja, das ist geil. Ich werde auch die Google Plus Gruppe reinposten, die Onkel gemacht hat. Onkel hat eine Google Plus Gruppe gemacht. Gamershack Genau, LP and die Odins Community. Tests. Oder Schrägstrich Odins Tests. Let's Let's Plays und Plays mehr. und mehr. Könnt ihr euch auch angucken.
Genau, könnt ihr reinkommen, ist für jeden offen, das Ding. Da genau da drinnen, da werden wir auch immer ab und zu Videos posten, die neu sind. Odin umso mehr, weil er hat ja mehr kategorische Videos. Bei mir ist es ja bei den Let's Plays, ich werde da wahrscheinlich immer das erste von den Let's Plays reinposten. Und vielleicht mal in der Mitte mal eins. Also so jedes Video werde ich da nicht rein, dann überfülle ich dieses Ding bloß. Und ihr könnt gerne alle, ob ihr einen YouTube-Kanal habt, aber keinen YouTube-Kanal habt, ihr könnt gerne alle rein. Wir wollen dort eine kleine Community aufbauen. Wir wollen dann vielleicht sogar mit euch zusammen zocken oder vielleicht Vorschläge von euch annehmen, mit anderen Kanälen zusammenarbeiten. Da hätten wir riesen Bock drauf. Und auch andere Kanäle, kommt rein. Ihr könnt dort Videos posten, ihr könnt dort eine Werbung für euch machen, auf Deutsch gesagt. Ihr könnt euch da bekannter machen, versuchen. Also es ist nur eine kleine Gruppe zurzeit. Und wir wollen natürlich, dass die sich erweitert. Es soll für jeden da sein. Richtig. Und es soll groß werden. Und wir wollen, ja, und wie gesagt, und wenn ihr irgendwie, was weiß ich, wir haben jetzt zum Beispiel bei Nazi Zombie Army, haben wir noch einen Platz frei, und das werde ich auch in diese Community reinposten, dass gerne jemand mitzocken kann. Und sowas, so Vorschläge, wenn ihr da irgendwie was zockt, zum Beispiel ihr zockt DayZ, dann fragt einfach an die Gruppe, hat jemand Bock mitzuzocken in der nächsten Aufnahme oder so. Es ist auch nicht wichtig, ob ihr die deutsche oder die AT-Version bei Nazi Zombies habt, das geht auch mit beiden Versionen. Ja, auf jeden Fall. Voraussetzung auf jeden Fall zu irgendwas mitmachen, das muss man gleich mal hier an der Stelle sagen, ist Teamspeak, definitive Voraussetzung und wenigstens einigermaßen guten Sound. Richtig. Ja, also über PlayStation-Chat da irgendwas das aufzunehmen, das ist grantig, das ist nicht schön. Ja. Ja, das ist so die Grundvoraussetzung, auf jeden Fall. Und weil der Onkel so artig mitgemacht hat, hau ich den Onkel jetzt nochmal schön in die Pfanne. Okay. Es wird, sobald Onkel sein Netzteil wieder geht und Onkel wieder richtig online gehen kann, wird es nochmal ein Infovideo von mir und Onkel geben. Nee, es wird noch erstmal eins von mir geben. Es wird mal wieder ein Was geht geben, nach langer Zeit. Es wird auf jeden Fall ein Was geht geben. Nee, erst kommt das Infovideo von mir und dir, wo wir was sagen werden, was kommen wird, was wir jetzt noch nicht sagen, wo wir uns beide drauf freuen. Nee, das sage ich noch nicht. Nein, das sage ich nicht. Das sollst du jetzt noch nicht sagen. Das machst du denn, wenn du Internet hast? Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich das so mal reinwerfe, so eine kleine Kugel ins Rollen bringe. Aber ich habe gedacht, nee, dann geht's vielleicht schief. Oder mal überlegt. Nee, die Kugel habe ich jetzt ins Rollen gebracht. Nee, das machen wir. Das steht das Ding. Ja. Ich habe gesagt, das machen wir. Und sobald du Internet hast, wir werden die Tage noch ein bisschen ausführlich drüber quatschen. Ja, das wird dann aber nicht sofort kommen. Das wird dann schon mit der Zeit kommen. Ich würde bestellen. Relativ zeitnah wird es kommen. Es kommt etwas Großes auf euch zu. Es wird geil. Es wird richtig, cool. Richtig geil. Wir wollen einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, so eine kleine Leidenschaft von uns wollen wir ein bisschen erweitern. Zwei kleine Leidenschaften. Drei. Insgesamt eigentlich alle Leidenschaften, die wir haben. Na egal, ich verrate schon wieder zu viel. Das in zwei verschiedenen Sachen wollen wir was machen. Nein, in drei verschiedenen sogar. Ja. Drei verschiedene bei dem einen und bei dem anderen. Wir machen ja zwei verschiedene Sachen. Alter, hör auf, du bringst mich jetzt durcheinander. es sind Vereine, ist egal. Nein, ich sage es nicht weiter. Nein, hör auf jetzt. Nein. Ihr werdet sehen. Ich werde auf jeden Fall was Onkel Odinliches geben, was Odin Onkelliches. Yeah. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, wir schließen das Video jetzt hier erstmal ab. Richtig. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, weil sehen könnt ihr uns ja diesmal nicht. Nur hören. Ich werde ein Hintergrundbild nehmen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin. Sagt euer Onkel. Du sagst immer Neffen und Nichten, was du immer vergisst. Ja, ich wollte wohl, ja. Muss ich mir noch reinhauen. Ich muss mir das mal angewöhnen. Ja. Aber das ist jetzt am Ende scheiße. Das ist nämlich eine Begrüßung. Kannst du sagen, auf Wiedersehen, meine Neffen und Nichten. Genau, das war wieder euer Onkel. Genau. Haut da rein, Leute. Jo, tschüss.